Hallo Rio, meine werten Final Fantasy 14 Fans und Let's Fets, Let's Play Zuschauer. Wir machen weiter mit einem neues Spiel Plus, mit dem wir Knolexia sprechen. Was hat die für einen Anfall? Das war nicht die alte Oma, ne? Nee. Der Laufende bringt den Unsrigen ein Geschenk aus dem Horst? Oh, Aseima Rosenöl. Oh, wie aufregend. Oh, solch einen lieblichen Duft hat die meinige noch nie gerochen. Der Seinige aus dem Horst und der Laufende sind sehr freundlich. Die meinige ist sehr erfreut und dankbar. Den Unsrigen fällt es nicht leicht, den Eurigen zu vertrauen. Viel Unheil, Lug und Trug mussten die Unsrigen ertragen. Doch die meinige ist gerührt und vertraut den Eurigen. Die Unsrigen und die Eurigen sollen in Freundschaft verbunden sein. Ist nett von dir, so machen wir das. Und da haben wir die wieder, die kennen wir ja. Das ist so unsere Hauptansprechperson bisher gewesen. Die haben wir, glaube ich, ein bisschen höher angelegt, oder? Oh, der Deinige ist gekommen. Die Meinige wird die Ältigste rufen. Ältigste Frictio, Besuch ist da. Und die war halt alt, genau. Ja, gleich mal meine Stimme aufwärmen für einen. Ah, Abenteuriger. In Totorak hat der Deinige sehr, sehr geholfen. Ah, ah, guck mal. Jetzt kommt er. Jetzt, wo ich alles geschafft habe, taucht er auf. Ne? Ja, schon klar. Oh, so treffen wir uns schon wieder, Mackie Messer. Und die Beidrigen haben Noraxia geholfen. Vielen, vielen Dank. Schön, habt ihr auch was gemacht. Na, wenigstens etwas, ne? Ha, nicht der Rede wert. Aber wieso wart ihr eigentlich an jenem Ort? Vor einiger Zeit sind im Wald die gemeinigen Galea aufgetaucht. Die Unsrigen wollen den Grund dafür finden. Oh, deswegen beobachten wir die Störenfriedigen. Oh. Aber die Metalligen entdecken die Unsrigen und die Unsrigen mussten fliehen und waren plötzlich im Südwald. Die unsrigen Atemlosigen haben sich in den tiefigen Höhlen von Totorak versteckt. Aber ein Düstriger mit einer Maske wollte die unsrigen an Monstrige verfüttern. Oh je, meine. Ein Dürstig, mit schwarzem Umhang und Maske? Wenn das nicht... Ja, habe ich auch getroffen. Ah, jetzt besteht kein Zweifel. Hört zu, Frictio. Wir sind als Gesandte aus Gridania hier. Jo, ich auch. So, hab so und hat da so einen Brief von Kane Sena und so. Ah, die Eurigen fürchten sich also vor dem großen Ramu. Ja, oh, verstehe. Ja, so könnte man es ganz verkürzt ausdrücken. Aber versteh uns nicht, was? Aber versteht uns richtig. Wir kommen in Frieden. Ja, ja. Ja, und ihr habt doch schon einmal Ramu beschworen. Oh, und seither machen sich die Leute ein bisschen Sorgen. Ich meine, nicht, dass wir euch etwas unterstellen wollen, aber... Ah, Kanisena ist eine Gutige. Die Unsrigen wissen, dass sie nicht... Finstriges im Sinne hat. Ja, ja. Denn dass die unsrigen Ramu gerufen haben, hatte einen Grund. Im Wald gehen die Metalligen um und die unsrigen wollten sie vertreiben. So sieht's aus. Aber wenn Ramu herabsteigt, dann werden unsrige Köpfe verwirrt. Wenn sie nur leere Blätter wären und Ramu drinnen wohnt. Was? Als wenn sie nur. Wie wenn sie nur? Komische Formulierung. Aber wir verstehen schon. Als wären eure Birne leere Blätter. Ramu. Die Unsrigen in dieser Zuflucht sind dagegen, dass die finstrigen Sylphen Ramu beschwören. Ja, ja, ja. Die Unsrigen wollen die von Ramu Verwirrigen retten, aber wie? Ich weiß es nicht. Ramu ist ein beschützender Guter. Ja, ja. Auch wenn die Unsrigen ihn gerufen haben, solange die Eurigen nicht in unser Gebiet kommen, wird nichts Schlechtes geschehen. Oh ja, oh ja. Das klingt auch schon mal gut.
kein Aggro. Die Unsrigen wollen keinen Krieg mit Credania, deswegen bitten wir die Eurigen um Zeit. Oh, die von Ramu beeinflussten Sylphen können sich seiner Macht nicht entziehen, und da Ramu ein Schutzgott ist, der sein Gebiet mit aller Kraft behütet, werden auch sie keinen Milialm weichen. Ha, und wenn ihnen jemand zu nahe kommt, schrecken sie vor nichts zurück. Aber wieso sollten sie die Sylphen aus der Zuflucht entführen wollen? Ist ja komisch. Ha, wahrscheinlich, um sie wieder einzugliedern und Ramu zu stärken. Jedenfalls hat jeder Primae und die von ihren Beeinflussten ganz verschiedene Besonderheiten. Wir können sie nicht einfach unbesehen angreifen. Was ist dein Vorschlag? Frixio, wir haben verstanden, was euch Sylphen bewegt. Diese Botschaft wird auch die Gridania erleichtert aufatmen lassen. Ah, hier. Dasjenige ist eine Schrift mit den Regeln und Gedanken der Unsrigen. Gebt es den Eurigen. Und die Eurigen werden noch besser verstehen. Hier, bitteschön. Oh, wo hab ich's denn? Ah, da nimm du es. Ja, genau. Oh. Das ist wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank, vielen Dank. Toll, wie umgänglich und verständlich Frixio ist. Da könntest du dir richtig ein Scheibchen abschneiden, mein Lieber. Dass du was von Verständnis faselst, Ida? Was fällt dir ein, du Frechnase? Mackie Messer! Wir haben uns auf dem Weg zum Sonnenwind... Was? Wir machen uns auf dem Weg zum Sonnenwind und berichten Menphilia. Dass der Dialog mit den Sylphen so erfolgreich war, ist dein Verdienst. Deswegen steht ja auch zu, diese Schriftrolle an die Bruderschaft der Morgenviper zu überbringen. Ja klar, easy peasy. Frixio, wir danken euch für alles. Euer Verständnis hat Eosea den Frieden ein Stückchen näher gebracht. Bitteschön. Oh, auch die unsrigen danken sehr. Mögen die Friedigen letztlich siegen. Genau. Ja, die Friedigen. Macht total Sinn. Doch, ich bleib bei meinem Wort. Abenteuriger, warte. Die Erleichtrigen... Was? Ernsthaft? Erleichtrigen? Ja. Die Erleichtrigen möchten dem Hilfreichigen ein Geschenk geben. Oh, dieser blitzige Kristall ist von damals, als Ramu zu den Unsrigen gekommen ist. Gucke mal einer an. Aber den Kristall ohne Ramu fertig machen zu müssen. Was für ein angenehmes Geschenk. Bitte gerne, danke. Ist das jetzt der dritte? Ne, warte mal. Das ist der drei. Doch, der dritte. Juhu! Ein Laser ins Licht. Was auch immer das bedeuten mag. Wir wissen es nicht. Großes Rätsel. Huch! Oh! Die Meinige wusste es. Ein Erwältiger. Oh. Bestimmt wird der Deinige von einem großen Schicksal erwartet. Der Kristall von Ramu hat einen hellen Schein in dem Deinigen erweckt. Oh, einmal wird er etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin soll der Anvertraute ihn sicher bewahren. Ja, kein Problem. Und die Meinige hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Credania soll der Dankenswertige die finstrigen Sylphen besuchen. Ach du Schreck. Auch wenn die Finstrigen von Ramu beeinflusst sind, bleiben dieselbigen im Sylphenland. Also top. Deswegen müssen die Bewohnigen von Credania nicht gegen die Finstrigen kämpfen. Der Hilfreiche soll selbst sehen. Die Meinige markiert auf der Karte, wohin der Tapfrige gehen muss. Dann werden keine Monstrigen den Weg versperren. Okay. Warum soll ich mir das angucken? Zufälliges Reittierzeugs.
Mini-Motorrad, Motorbike, oh Gott, Motorrad, passt schon. Okay, und hier jetzt einfach, ah, nein, nicht da hinten angreifen, nein, ich bin doch hier. Achso, ich soll spähen. Ah, warte, das habe ich doch hier auf dem Mini-Emote. Immer für irgendwelche Freibriefe gebraucht, habe ich es mir in die Taskleiste gelegt. Und für natürlich so Eosea, wie heißt es, Inkognita oder wie heißt es, Spähpunkte. Du siehst besessene Silfen in einer Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du nicht zu tief in ihr Gebiet eindringst. Verzeihung. Ja, wenn das alles war, haben wir gesehen, was du uns sehen lassen wolltest. Yeah, kleines mini-hässliches Ding. Puh, was soll das? Das sah ja komisch aus, gerade das Chocobo von vorne. Ach so, das ist gar nicht hier. Wir müssen gar nicht zurück und Meldung erstatten hier, sondern wir müssen sonst wohin. Okay. Nach Neugridania, da können wir hier den Heimatpunkt Teleportationsdingsibumsi benutzen. Yippie, auf nach Gridania! Und Bericht erstatten! Wer kommt uns da denn entgegen? Meine Güte. Riesige leuchtende Lanzentyp. Ah, wenn das nicht Mackie Messer ist. Wie ist dein Treffen mit den Sylphen denn verlaufen? Aha. Ah, du hast einen Brief von der Ältesten. Wunderbar. Eine Botschaft von der Sylphenältesten selbst. Lass mich gleich mal sehen. Dann wollen die Sylphen also keinen Konflikt und haben auch nicht vor, Ramu zu beschwören. Oh, und sogar die von Ramu beeinflussten Sylphen werden uns nichts tun, solange wir unserer eins nichts gegen sie unternehmen. Na, dann werden wir natürlich davon absehen, gegen die Sylphen vorzugehen. Was für eine Erleichterung. Bleibt nur noch zu hoffen, dass du auch alles, dass das auch alles stimmt. Ja, ich werde Kanesena jedenfalls sofort die Schriftrolle zeigen und berichten. Vielen Dank für deine Dienste, Mackie Messer. Du hast einen großartigen Beitrag zum Frieden in Gridania geleistet. Wunderbar. Hast du direkt einen Folgequest noch für uns? Liegen wir ja gut in der Zeit hier. Bam, 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 alles erledigen. Zagabungo. Ah, du hast in den Angelegenheiten mit den Sylphen Einfühlsvermögen und einen wachen Verstand bewiesen, Mackie Messer. Ja, ich habe nur auf die Ausrufezeichen geklickt, passt schon. Die älteste Saatseherin hat sich überaus zufrieden mit dem Ausgang der Dinge gezeigt. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die gütige Kanesena wird ihre Anstrengungen nun darauf richten, die von dem Prima Eramu besessenen Sylphen zu heilen. Es ist doch möglich, das ist ja toll. Die beeinflussten Bewohner der Zuflucht wollen sie dabei unterstützen. Ich bin guter Dinge, dass man einen Weg finden wird, die Betroffenen zu helfen. Ha, wir sind dem Bund der Morgenröte und natürlich dir über alle Maßen dankbar. Bitte richte auch Minfilia unsere Verbundenheit aus. Hallo, hallo, check, check, 1, 2, 3. Mackie, kannst du mich hören? Ich bin es, Minfilia. Ida und Papa Limo haben mir alles berichtet. Ihr konntet eine Eskalation des Konflikts mit den Sylphen verhindern. Das sind gute Neuigkeiten. Nun brauchen wir weder zu befürchten, dass die Sylphen Ramu beschwören, noch dass die Bruderschaft der Morgenviper gegen den wilden Stamm in den Krieg zieht. Das ist äußerst beruhigend. Ich wäre dir dankbar, wenn du für eine Besprechung der aktuellen Lage einmal im Sonnenwind vorbeischauen könntest. Wir erwarten dich hier, Mackie. Ja, wenn das wirklich alles war, den Weg tue ich euch natürlich nicht an. Ihr wisst ja inzwischen, wo das Sonnenwind ist und wie man da hinkommt und bla bla bla. Und wir gehen... Oh, wer ist denn? Hallöchen. Na, guten Tag, die Dame. Sie haben aber auch ziemlich wenig an dafür, dass ihr mitten in der Stadt rumsteht. Okay, wir sehen uns im Sonnenwind. Bis dann. Da will wohl Tataru noch ein Wörtchen mit uns sprechen, bevor wir bei Minfilia sind, hä? Willkommen zurück, Mackie. Danke für deine Hilfe in der Sache mit Ramu. Du hast dem Bund der Morgenröte alle Ehre gemacht. Wie ich gehört habe, löblich, löblich. Minfilia erwartet dich im Saal der Morgenröte. Alles klar. Schauen wir mal rein. Das hat wieder die Doppeltür. Wow, ich dreh durch. Oh, ich muss nicht durch die Doppeltür. Wie toll. Vertont? Nein. Wie ich gehört habe, brauchen wir uns um Ramu erst einmal keine Sorgen mehr zu machen. Huch, was macht ein Alfino hier? Ich glaube, das ist hier das erste Mal, dass er hier auftaucht, oder?
ganz recht, die Gefahr ist zwar noch nicht völlig gebannt, aber fürs Erste sollten wir unsere Ruhe vor ihm haben. Ja, genau. Das ist beruhigend zu wissen. Doch sag, gibt es Neues von unserem maskierten Freund? Die scheinen sich ja schon zu kennen. Darum kümmert sich Tankred. Wie wir dachten, sind sie einer und viele zugleich. Welche Ziele sie verfolgen, wissen wir aber noch nicht. Ich verstehe. Oder eben auch nicht. Ach übrigens, wo ist eigentlich Alize? Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Meine Schwester will die Probleme auf ihre Art angehen. Ich glaube, sie braucht noch etwas Zeit, um die 7. Katastrophe vollständig zu verwinden. Aber keine Sorge, sie ist weiterhin auf unserer Seite. Nun denn, ich habe den Bericht von Baldesions Gelehrten bei dir abgeliefert. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich. Wenn du mich bitte entschuldigst. Ist er jetzt beim Bund der Morgenröte oder ist er nur so Vertrauter? Wir werden diese Angelegenheit wie geplant weiterverfolgen, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich, spricht ein bisschen höher, ne? Nicht ganz so nasal. Aber ich habe gerade ein bisschen zu Nase, weil mir spricht gerade jeder nasal. Guck mal da, der Alfinotti. Mackie, du bist schon zurück. Das ging aber schnell. Es ist schön, dich wieder bei uns zu haben. Ja klar, wenn man schneiden kann, geht sowas schnell, ne? Schnipp, schnapp und schon da. Ich bin ja so froh, dass wir eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern konnten. Ohne dich wäre das niemals möglich gewesen. Ich hab's versucht. Ah, vor den Primae Ifrit und Ramu hätten wir damit für die nächste Zeit nichts zu befürchten. Wie schön, dass die Sylphen mit sich reden ließen. Wer ist der nächste Primae? Die Sahagin und Leviathan? Ihr Primae Leviathan scheint auf der Suche seiner Anhänger in jüngster Zeit nicht viel zu geben. Da treiben die Fischköpfe natürlich nur dazu an, es umso häufiger zu versuchen. Leviathan ist für seinen unersättlichen Ätherhunger bekannt. Vermutlich ist es den Sahagin noch nicht gelungen, genügend Kristalle aufzutreiben. Ich denke, wir können sie fürs Erste ruhigen Gewissens ignorieren. Ob das eine gute Idee ist? Fürs Erste ja. Ob Ramu oder Leviathan, die Motive der wilden Stämme sind unergründlich und ihr Handeln entzieht sich unserer Kontrolle. Niemand kann sagen, wann oder wo wir ihnen und ihren Göttern gegenübertreten müssen. Wir sollten daher weiter unsere Pläne verfolgen, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Die Konfrontation ist unausweichlich und nur eine Frage der Zeit. Und was ist mit dem Primae der Kobolde? Mit Titan? Mit der Observierung der Kobolde ist derzeit der Mahlstrom aus Limsaluminsa beschäftigt. Sicher werden wir schon bald von ihnen hören. Ein weiterer Primae gibt es allerdings noch, meine Freunde. Ja. Ja genau, Garuda. Die habe ich eigentlich gemeint. Sie ist der Primae der Ixal, die in Gridania leben. Dass ich sie mit Leviathan verwechseln konnte, naja. Was einem mal wieder vor Augen führt, wie weitläufig Eosea eigentlich ist. Kein Wunder, wenn man da die Nadel im Heuhaufen nicht findet. Gäbe es doch nur einen Weg, der uns das langwierige Suchen ersparen würde. Wäre er doch nur bei uns in dieser Stunde. Er wüsste bestimmt einen Rat. Der Typ, mit dem, der da in der Anfangssequenz sich geopfert hat, sozusagen. Ja, wo steckt der Chef eigentlich? Das frage ich mich auch. Oder war er gemeint? Der Chef. Nun, wie auch immer. Unsere aktuelle Mission war jedenfalls ein voller Erfolg. Das sollten wir feiern. Die Bruderschaft und der Rat der Saatseher höchst selbst werden ein wachsames Auge auf die Sylphen haben. Wenn sich dort etwas tut, erfahren wir es sofort. Also, meine Freunde, ruht euch erst einmal aus von den vergangenen Strapazen. Ihr habt es euch redlich verdient.
Hui, ausruhen. Wie toll. Was ist, gib uns das nächste Quest. Herrgott, ausruhen. Komm mal denn da hin? Oh, oh, oh. Noch persönlich mit uns sprechen. Was ist, Mackie? Bist du denn gar nicht müde? Nö, passt schon. Geht schon alles klar. Ach so, wir erzählen von dem Aschieren, wie er sich genannt hat. Ein Mann mit einer schwarzen Robe, mit einer roten Maske, sagst du. Und er nannte sich ganz sicher Lahabrea. Aschieren Lahabrea? Aber warum? Bis zur 7. Katastrophe sind wir nie von den Aschiens behelligt worden. Warum erscheinen sie ausgerechnet jetzt auf der Bildfläche? Sicher werden die staatlichen Gesellschaften sich schon bald wegen den Primae an uns wenden. Aber bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, um alles über Lahabrea herauszufinden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Was geht da vor? Tartaru hat geschrien. Falls es euch interessiert, wer da geschrien hat. Oh, okay. Das scheint keine guten Gesichtsausdruck zu sein. Eine Silfe. Und kennen wir die Silfe? Noraxia, ich glaube schon. Hm? Endlich hat die Meinige den Deinigen gefunden. Die ältigste Frixio hat die Meinige gebeten, dem Deinigen und dem Laufenden zu helfen. Was? Dem Laufenden? Okay, passt schon. Die Meinige wird dem Abenteurigen eine große Hilfe sein. Die Kleinige hingegen? Die Kleinige soll eine Besuchige nicht so unfreundlich begrüßen. Das gehört sich nicht, hm? Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Oh. Hat sich halt erschreckt, mehr nicht. Kann doch passieren. Und was jetzt? Was will die denn von uns? Hat das jetzt zu irgendeinem Nebenquest geführt, was man nicht mehr machen kann, weil ich es schon erledigt habe oder so wahrscheinlich. Ich nehme mal an. So, Minfilia hat uns was zu sagen. Tataru hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der Bund der Morgenröte eine neue Verbündete gewonnen hat. Erst haben sich die Völker die Hände gereicht, jetzt schließen sich auch die wilden Stämme unseren Reihen an. Zaghaft zwar, aber es ist ein Anfang. Die Sylphe ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Eosea dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Aschiens wollen sich unserem Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst die Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen? Wir dürfen diese besorgniserregende Entwicklung nicht ignorieren. Immer ja nicht, ganz ruhig. Und Kapitel 2 beendet. Aufregend. Habt ihr das mit Kapitel 2 abgeschlossen? Wie cool, ich weiß doch nicht, wie viele Kapitel es gibt, oder? Doch, ich weiß es, hier steht's. Ach du Schreck, das geht ja wahnsinnig schnell voran. Damals habe ich alle Nebenquests gemacht, habe gar nicht geblickt, wie schnell das geht. Guckt euch das an. Aber in Ordnung. Ich will da runter, ich bin am Starten. Kapitel 3 starten, yippie! Auf geht's, mal gucken. Das muss ja irgendwann, geht's bestimmt wieder Schlag auf Schlag. Ohne Unterbrechung, Schlag auf Schlag. Entschuldige, dass ich dich gar nicht zur Ruhe kommen lassen, aber es wäre gut, wenn wir dieser Sache mit Lahabrea sofort nachgehen könnten, solange wir die Zeit dazu haben. Wir müssen versuchen, mehr über diesen Magier mit der roten Maske herauszufinden, dem du in den 1000 Löchern von Totorak begegnet bist. Über die Aschiens wissen wir noch so gut wie gar nichts. Nur, dass sie Chaos und Verwirrung stiften, wo immer sie aufkreuzen. Es würde mich daher überhaupt nicht wundern, wenn die Aschiens auch bei unseren Problemen mit den Primae und den wilden Stämmen ihre Finger im Spiel hätten. Umso dringender müssen wir der Sache nachgehen. Ich habe mich
an die drei staatlichen Gesellschaften gewandt und aus Ulda hat uns tatsächlich Nachricht erreicht. Angeblich weiß die Legion der Unsterblichen etwas über den Verbleib eines maskierten Magiers. Begib dich für uns zum Hauptquartier der Legionäre und höre dich um, was man dort zu berichten weiß, Mackie. Unsere Gegner sind unberechenbar. Sei auf der Hut. Hörst du? Ja klar, mach dir kein Problem. Ich habe ja immer einen Knarre, Schwert, Schild, Axt, alles dabei. Kriegen wir schon hin. Mit Swift in der ewigen Halle sprechen. Swift muss einem das schon was sagen? Nee, oder? Au, zum Naldkreuzgang. Ich nehme mal an, hier einmal rechts um die Ecke, wo so die Legionsleute stehen. Da wird es sein, oder? Latsch. Hier irgendwo. Da drüben. Swift. Jo. Der Bote, der Bund der Morgenröte. Ich habe dich erwartet. Wenn viele ließ mir ausrichten, dass ihr Hinweise auf den Verbleib eines maskierten Mannes sucht. Und ich glaube, ich könnte euch tatsächlich mit einer Information dienen. Ja. Ein Höhebruck stationierter Söldner, der Messingklingen, will einen Mann gesehen haben, der auf eine Beschreibung zutrifft. Leider starb er keine zwei Tage später. Wurde von einer Horde Quirquir übel zugerichtet. Aber man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Aber ihr braucht gar nicht verzagen. Im Höhenbruck wimmelt es von Händlern. Vielleicht gibt es da ja noch einige Augenzeugen. Ja, genau. Es ist lediglich eine halbe Tagesmarsch von hier. Versucht doch mal euer Glück. Ein Bekannter von mir, ein Händler namens Hibaru, ist für gewöhnlich ausgezeichnet informiert. Wenn es Unruhestifter in und um Höhenbruck gibt, weiß er sicherlich Bescheid. Ja. In Ordnung. Hier geht's ja heiße Sache hin und her. Wir werden nach rechts und links geschickt. Camp Knochenbleich. Machen wir da offiziell schon mal. Ja, doch. Sind schon mal noch rechts. Ja, genau. Dürfen wir uns hinteleportieren? Waren wir schon mal. So, dann gucken wir mal, ob wir seinen Händler finden. Oh ja, Hardcore-Musik auf dem brennenden Pony. Oh yeah! Also, ich passt überhaupt nicht zu dem Pony. Also daher, wo man das Pony herkriegt, dazu passt es. Klar, aber nicht zum Reittier selber. Hihibaru, wie sieht's zeitlich aus? Sollen wir mit dem noch sprechen? Ja, warum nicht? Machen wir noch. Ah, willkommen in Höhenbruck! Womit kann ich dienen? Bist du auf Urlaub hier, werter Abenteurer? Dann können ich dir Zimmer in Herberge meiner Cousins anbieten, ja? Was sagst du? Du bist auf der Suche nach einem maskierten Mann in einer Schwarzrobe? Der hat neulich einen Rundflug über Finsterwald gebucht. Obwohl ich ihm gleich gesagt, dass er außer Baumwipfel nichts sehen gibt. Trotzdem kam dreister Kerl zu uns und faselte etwas von eingehaltenen Leistungsversprechen und vermindertem Urlaubsvergnügen. Den habe ich natürlich im hohen Bogen vor Tür gesetzen lassen. Obwohl er trug gar keine schwarzen Roben. Es war eher dunkelviolett. Entschuldige. Sollte etwas über Mann in Erfahrung bringen, erfahren du sofort. Und jetzt, willst du doch vielleicht ein Zimmer in Herberge? Nicht? Na gut. Naja, der war ja nicht sehr hilfreich. Aber okay, machen wir weiter, ne? Was hat er noch zu sagen? Es ist wirklich zu bezweifeln, diese uneinsichtigen Amal-Ja'a vertreiben uns mit Geschwafel von Herrn Inferno und ihrem gruseligen Zähnefletschen ganze Pilgerreisenden. Dabei können wir so tolle Erlebnistouren bieten an, wenn sich die Wilde nur etwas kooperativer würden zeigen. Zum Beispiel Kriegestänze vor Touristen in ihrem Feldelager. Doch das aus Traum von vielen gilt, ne?
Meine Bilanzen schreibe ich schon seit Wochen mit Tinte rot. Als ich damals hörte, der Orden Nalthal würde die Erforschung der hiesigen Ruinen finanziell stützend unter, hatte ich auf Pilgerströme ohne Unterlass gehofft. Der Schritt zum eoseischen Kulturerbe schien mir nur eine Fragezeit. Schon bald hätte sich die Schlange interessanter, schaulustiger hier zu Kohlestaub-Bahnhof ziehen sollen. Aber naja, wie gesagt, man so schön auf den falschen Chocobo gesetzt, was? Du aber siehst aus, als könntest du wirklich mal Entspannung von zahlreichen fatalen Ereignissen gebrauchen, die einem als Abenteurer ja sicher im Sekundentakt widerfahren. Wie wäre es also mit unserem Aktivausflug Heilende Wurzel aus heilender Sand? Der ist besonders bei Gridanias Druiden erfreulich beliebt. Du sagtest bereits, dass du wegen dieses Mannes mit Maske hier... okay. Na gut, dann eben nicht. Aber ich kann dir in Suche leider nicht helfen weiter. Hör dich am besten mal bei Händler anderer um. Die bekommen am ehesten mit, wer im Hohenbrück ausgehen und eingehen. Okay, zieht sich ja doch noch das Quest. Hm? Wie können wir denn den Händlern helfen noch? Gesprächiger Händler. Ah, Scusi, eine verdächtige Kerl, die schwarze Kutte. Ja, darüber reden die Leute hier viele letzte Zeit. Auch in anderen Orten von Tanalananas. Aber so richtig weiß keiner über über den fürchte ich. Dafür, dass er so auffällig gekleidet ist, schafft er es anscheinend ausgezeichnet, unauffällig zu bleiben. Ist schon ein echtes Kunststück, wenn du mich hier fragst. Ja, tolle Information, bringt einem überhaupt nichts. So rein gar nichts bringt einem das. Das soll einen so ein bisschen über die Brücke führen, oder was ist der Grund hier? Ein Mann mit einer roten Maske suchst du? Klar, den kenne ich. Die Nichte der Schwägerin meiner Schwester, also eigentlich meine Nichte, hat neulich einen äußerst verdächtigen Mann gesehen, die der Kapuze seiner schwarzen Robe tief ins Gesicht gezogen hatte. Er soll nur versuchen, ihr krumme Dinger zu drehen, dann kriegt das mit mir zu tun. Das will ich sehen, Mann. Das will ich sehen. Wie du das dem zeigst, das will ich sehen. Glaube ich dir hier, kein Wort glaube ich dir. Tagträumender Händler. Ah, ein zwielichtiger Typ mit schwarzer Robe, roter Maske und einer übergroßen Kapuze suchst du? Ah, lass mal überlegen. Übergroßem klingt nach einem ziemlicher Attraktion. Wenn du den gefunden hast, musst du mir unbedingt vorstellen. Vielleicht kann ich ihn als Maskottchen für meinen Laden anstellen. Wegen der andauernden Queer-Queen-Überfälle herrscht in letzter Zeit nämlich Kundenflaute. Da käme mir sein Publikumsmagnet gerade recht. Also das war ja mal total die Nulpenrunde, würde ich sagen. Yeah! Jindu-Jun, komm herbei! So, wie habe ich den nochmal gesprochen? Lass mal kurz überlegen. Verstehen. Die anderen Händler wussten auch brauchbare nichts zu berichten. Du musst es nachsehen ihnen. Wir haben momentan wirklich Dinge andere genug zu tun. Die ständigen Queer-Queen-Überfälle haben die sich nachteilig auf Geschäfte wirkt aus. Und jetzt machen noch Gerüchte Runde. Die Rattenwesen würden Bewohner dieser Region entführen. Da hält ein Mann mit Robe schwarz nicht ins Gewicht für uns. Doch sollte ich irgendwo sehen, erfährst du selbstverständlich erster. Und der besagte Ausflug, ist schon gut. Gut, ich würde sagen, wir Schluss machen hier für heute.
wie ich sage, tschüss und ihr machen abonnieren und kommentieren und liken, so das Kanal helfen größer wachsen und machen große Freude mir. Also bis nächste Mal, tschüssikowski und bye bye.